Herr Weber, wir sind jetzt gerade in der Hackhasch in Feldkirch. Da hat es heute Morgen ein bisschen Aufregung hier wegen dem Werbebanner, was man noch im Hintergrund sieht. Wie ist es denn genau zu dem Werbebanner gekommen? Wir führen als Schule regelmäßig Projektarbeiten mit Handelsschülern und Handelsakademikern durch zu wirtschaftlichen und zu Nachhaltigkeitsthemen. Und dieses Transparent hängt noch von einer früheren Präsentation, die in Zusammenarbeit mit McDonald's gemacht wurde. Grundsätzlich legen wir sehr viel Wert im Rahmen unserer Entrepreneurship Education, dass unsere Schüler zu eigenständigen, selbstverantwortlichen Handeln angeregt werden. Und hier ist weder ein Aufruf dazu da, noch irgendeine Bevormundung, etwas Bestimmtes zu essen oder nicht zu essen. Im Gegenteil, viele unserer Projekte handeln sich um gesunde Ernährung und wir sind da regelmäßig mit dem Kantineur und auch mit der Schulärztin im Gespräch. Und gerade jetzt wird wieder eine Handelsschulprojektarbeit zum Thema gesunde Ernährung abgegeben. Was sagen Sie denn zu der Aussendung von den Grünen in Vorarlberg, wo Sie ja genau dieses Thema angesprochen haben? Ja, ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil gerade diese Erziehung zur Eigenständigkeit und Selbstverantwortung beinhaltet natürlich auch, dass man auch Jugendliche und Schüler nicht bevormundet. Das heißt, sowohl indem man jetzt so etwas aufhängt oder indem man so etwas einfach zwangsweise abnehmen soll. Ich denke, die Entscheidung trifft jeder für sich selber und gerade das ist das Ziel. Wir sind Entrepreneurship zertifiziert seit 4 Jahren auf hohem Niveau und ich glaube, gerade das ist wichtig, dass wir eigenverantwortlich unseren Schülern beibringen, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und umgekehrt ist natürlich McDonald's ein Wirtschaftsfaktor und wir sind eine kaufmännische Schule. Das heißt, wir müssen auch unseren Schülern die Betriebe, die im Land große Arbeitgeber sind, Wirtschaftsmodelle wie Franchising und da ist McDonald's ein Paradebetrieb, eben auch anschaulich unterrichten können. Wie sieht es denn jetzt in Zukunft aus? Bleibt der McDonald's-Banner hängen? Ich sehe im Moment keine Veranlassung, den Banner abzunehmen, vor allem, weil wir auch dafür kein Geld bekommen.